Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Ich bin Svenja und das ist Nils. Zusammen sind wir in unserem Tiny Camper Tummy seit November 2020 in den längsten Flitterwochen der Welt. Für über ein Jahr erkunden wir zusammen die Welt und fremde Kulturen. Am liebsten entdecken wir die Natur auf unseren Fahrrädern oder zu Fuß. Hier auf unserem YouTube-Kanal nehmen wir euch mit auf unsere Reise und geben euch Einblicke in unser Leben auf vier Rädern. Los geht's! Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Hallo auch von mir. Wie versprochen starten wir unser Video hier am Güver Canyon, wo wir das letzte Video auch aufgehört haben. Im Hintergrund seht ihr schon Tammy stehen und wir machen jetzt was genau? Wir erkunden die Gegend ein bisschen und zwar, sonst machen wir immer Bike und Hike und heute machen wir Bike und Run. Nur mit dem Unterschied, dass nicht eine Person beides macht, sondern ich fahre Fahrrad, Svenja darf schön laufen gehen. Das Praktische daran ist, dass Nils die Kamera und die Drohne mitnehmen kann. Also können wir tolle Aufnahmen für euch machen. Wir sind jetzt an unserem nächsten Ziel angekommen. Wir sind hier an einem Campingplatz in Siede und wir haben uns heute es zum Vorteil gemacht, dass die Einheimischen am Wochenende einer Ausgangssperre unterliegen. Das heißt, wir sind heute durch Antalya gefahren mit ganz wenig Verkehr, wie ausgestorben, wie so eine Geisterstadt. Ja, das war wirklich verrückt, weil Antalya ist tatsächlich die fünftgrößte Stadt der Türkei, das hätten wir vorher auch nicht gedacht, mit über 2 Millionen Einwohnern und wir sind am Freitag, glaube ich, oder Donnerstag schon mal so grob an Antalya vorbeigefahren und da war der Verkehr echt schon der absolute Horror. Deswegen dachten wir Sonntag, juhu, wir fahren durch und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir konnten sehr entspannt durchfahren. Und jetzt sind wir hier auf einem Campingplatz in der Nähe von Siede und wir sind hier jetzt so zwischen Hotelbunker und Hotelbunker. Hier ist die Türkei so, wie man sie sich eigentlich vorstellt, so wie man sie aus dem Urlaubskatalog kennt. Wir waren beide als Kind auch schon mal hier in der Nähe in so einem All-Inclusive-Hotel-Urlaub. So wie man oder viele von euch wahrscheinlich die Türkei auch kennen.
und nicht anders. Genau, aber wir können mittlerweile sagen, die Türkei hat um einiges mehr zu bieten. Total schöne Küstenabschnitte, total tolle Berglandschaften und noch vieles, was wir erst noch erkunden müssen. Wir sind ja noch gar nicht mal so weit gekommen. Die Türkei ist echt riesig. Ja. Wahnsinn. Und genau, wir konnten hier jetzt Wäsche waschen. Wir haben WLAN, Strom, Warmwasser, alles, was man sonst nicht hat. Und deswegen lassen wir es uns jetzt gut gehen. To your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. Heute hier in Alanya. Eigentlich wollten wir schön mit der Gondel auf die Burg hochfahren, aber die Gondel hat leider zu und macht erst am 1. März auf, also hat sich das erledigt. Jetzt haben wir hier eine Höhle entdeckt, in die wir jetzt gleich reingehen. Die kostet nur ein bisschen mehr als 1 Euro Eintritt und es ist super warm heute. Da wird es bestimmt schön kühl drin sein. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch zu Fuß auf die Burg hochgehen. Wieder erwarten, es ist hier super warm drin. Ich habe hier auf einem Infoschild auch gelesen, dass es Sommer und Winter genau die gleiche Temperatur hat, mit 22,3 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 99%. Wir sind jetzt hier an der Burg von Alanya und praktischerweise mussten wir nicht hochlaufen. Wir haben nämlich unten deutsche Camper getroffen, die wir schon mal vor ein paar Wochen getroffen hatten. Und die haben uns mit hochgenommen, weil man hier auch mit dem Auto hochfahren kann. Sehr praktisch für uns. Jetzt sind wir hier oben an der Burg. Man kann da auch reingehen, aber wir haben schon gemerkt, dass es schon relativ spät ist und wir jetzt von hier zu Fuß noch mal locker eine Stunde wieder zurück zu Tami brauchen und dann ja auch noch einen neuen Stellplatz anfahren wollen. Deshalb haben wir entschieden, wir laufen jetzt runter und genießen beim Runtergehen den schönen Ausblick. Thank you.
Nachdem wir gestern Alanya unsicher gemacht haben, sind wir jetzt heute in Gazi Paşa. An unserem Stellplatz sind ganz viele große Camper, also wir machen unserem Namen Tiny Camper Tummy wirklich eine große Ehre. Das werdet ihr alles auf den Drohnenaufnahmen sehen, wie winzig Tummy doch im Vergleich zu diesen riesen Campern ist. Und jetzt sind wir hier ein bisschen spazieren gegangen und haben voll den schönen Ausblick gefunden. Im Hintergrund hier die Bucht, das Meer natürlich. Und hier auf der Seite sieht man Bananenplantagen. Wusstet ihr, dass es türkische, sehr leckere Bananen gibt? Die sind ein bisschen kleiner in der Größe, aber super lecker. Wir planen ja meist eh schon nicht viel, aber heute Morgen haben wir kurzerhand alle Pläne, die wir für die nächsten Tage hatten, schon über den Haufen geworfen. Denn wir haben noch ein Ziel in der Türkei, das wir auf jeden Fall anfahren wollen, und das ist Kappadokien. Vielleicht kennt der ein oder andere die Aufnahmen davon schon. Viele Heißluftballons fliegen, eine wunderschöne Landschaft. Da wollen wir auf jeden Fall noch hin. Jetzt haben wir mal geschaut, wie das Wetter dort so ist, weil das schon ein Stück weit im Landesinneren ist. Und im Moment geht's noch, da hat man so nachts um die 0 Grad, tagsüber schon bis zu 14 Grad. Aber nächste Woche soll es nachts bis minus 12 Grad werden und tagsüber auch noch in den Minusgraden bleiben und sogar schneien. Deswegen haben wir jetzt kurzerhand Tami zusammengepackt und sind auf dem Weg nach Kappadokien. Das sind so ungefähr 7 Stunden ins Landesinnere. Wir fahren heute davon so um die 5 Stunden, 5,5 Stunden und morgen dann den Rest. Und ja, los geht's nach Kappadokien. We'll be right back.
wir haben hier einen schönen Zwischenstopp eingelegt in der Nähe von Konya. Hier sind nämlich nicht mehr aktive Vulkankrater. Wir hatten einen Wahnsinnsstellplatz mit super Ausblick direkt auf den Krater drauf. Es war heute Nacht super sternklar. Wir haben tolle Aufnahmen auch heute Nacht schon gemacht. Und eben sind wir dann sogar noch in den Vulkan reingewandert. Das war echt eine coole Erfahrung und schön. Und die Aufnahmen davon zeigen wir euch jetzt. Gestern Abend sind wir noch hier an unserem wunderschönen Stellplatz angekommen. Da hinten steht Tammy und ich würde sagen, bisher können wir sagen, es ist einer unserer Favorite Stellplätze, die wir in der Türkei gefunden haben. Und heute geht es auch noch nach Kappadokien, das kommt dann auch im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert gerne unseren Kanal, liked die Videos und lasst ein paar Kommentare da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Auf den abenteuerlichsten Straßen der Türkei unterwegs. Das ist immer das Problem, dass Google Maps einem das hier anzeigt, weil es dann irgendwie fünf Minuten schneller ist, weil es irgendeine Hauptstraße. Aber für uns ist es nicht 5 Minuten schneller, weil wir hier nicht so lange hacken wie die Türken. Die fahren nämlich manchmal Auto echt sehr rasant, nennen wir es mal. Und für uns dauert es jetzt dann sehr viel länger. Rechts abbiegen. Aber die nächste Straße sieht wieder besser aus.